Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu House Flipper. Es ist mal wieder Freitag und die Woche ist schon wieder rum und ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Und ja, ich spiele wieder House Flipper und es geht hier jetzt weiter in dieser netten Bude hier oben. Ich habe immer noch nicht diesen Müll gefunden. Aber wir werden einfach mal gucken, wie wir das hier am dümmsten hinkriegen. Ich weiß sowieso noch nicht. Wobei, ich könnte hier die Wandseite eigentlich machen. Upsala. Ja, bis jetzt sind wir ja eigentlich sehr gut vorangekommen. Kann man nicht anders sagen. Ja, wenn, dann müsste ich auf der Seite das dann auch machen, ne? Und vielleicht hier unter dem, auch wenn das nicht so genial aussieht. Naja, unter Umständen streiche ich das dann einfach mit Weiß wieder in Ordnung. So. Genau, so haben wir es doch wieder gescheit hinbekommen. Und der Rest soll halt weiß werden. Ist doch gar kein Problem. Könnte sein, dass heute die Folge ein bisschen kürzer sein muss. Aber wir gucken jetzt einfach. Ich hoffe, dass ich den Auftrag hier noch fertig dann kriege. Aber wie schon gesagt, ist ja schon im Prinzip fast fertig. Bis auf so kleine Kleinigkeiten. Ja, die Wand werde ich ja wohl jetzt auch noch streichen. Also manche Leute wissen nicht, dass man vielleicht Wände auch zu Ende streichen sollte. Auch wenn das vielleicht schon im Prinzip fertig ist von der Anforderung, wie viele Wände ich streichen soll. Aber manches sieht halt dann einfach besser aus, ne? Wenn man es weiter dingst. Okay, das soll hier rein. Okay. Sah auf der Packung ein bisschen komisch aus, aber da muss ich den Teil wohl so machen. Und hier wahrscheinlich auch, ne? Handy darf eigentlich nicht unbedingt ausgehen, damit ich das auch verfolgen kann, was ich verfolge. So. Boden gemacht. Ein Bett soll hier rein. Und ein Fernseher. Okay, alles klar. Wo packen wir den Fernseher hin? Unter Umständen hier hin? Ein Sessel soll da auch hin. Ich würde das Bett lieber in Weiß haben wollen. Also ich meine, es ist zwar nicht meins. Also kann, das kann ich doch nicht an die. Das muss hier an die Wand. Da muss der Fernseher vielleicht da ins Eck. Genau nebendran. Weiß nicht, ob das so angenehm ist, wenn man da so. Aber ist ja nicht mein Problem. Die wollen das ja so haben. Ich versuche nur, das irgendwie halbwegs umzusetzen. Wollen die zwei davon haben? Ah, da sind die Nachttischchen. Okay, alles klar. Nachttischchen müssen natürlich auch ans Bett gestellt werden, ne? Passen wie angegossen. Vielleicht können wir das Fernseher auch an die Wand hängen. Dann müssen die halt, müssen sehr gute Augen haben. Aber das sollte eigentlich gehen. Gibt halt sonst keine andere Möglichkeit, wo ich das sonst hin hätte packen können. Und ich glaube, derjenige, der auf dem Sessel sitzen will, der kann sich den ja auch schieben, wie er möchte.
Zu dem Zimmer würde ich schon gerne alles zumachen wollen. Und alles natürlich in weiß. So. Und noch eine Tür, oder? Oder zählt das dann zu dem anderen Zimmer? Wie viele Lichter müssen hier denn rein? Gut, ich meine, muss halt auch Licht bringen. Und das ist dann wahrscheinlich für. So, so und so. Ja, das macht richtig geil Licht, muss ich sagen. Also diese Schatten dann, die Dinger dann machen, ist auch richtig cool. Muss hier draußen was hin, außer dass ich dann noch den 1% Müll entfernen soll, den ich noch nicht gefunden habe. Hier war ich schon. Aber da fehlt doch auch noch eine Tür. Kann ja auch keiner sagen, dass das so bleiben soll. Unter Umständen kaufe ich hier einfach eine Tür. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tür so bleiben soll. Also dass das offen ist. Von daher werde ich das jetzt einfach selber in die Hand nehmen. Oder eine Tür hinmachen. Also ich glaube, es geht los. Was soll ich denn hier? Müll aufräumen. Welchen Müll? Der einzigste Müll ist ja. Oder ist da draußen unter Umständen irgendwo eine Lampe? Nee. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist hier irgendwo noch was, aber. So, Bodenfliesen. Soll das hier sein? Und vielleicht noch ein bisschen. Ach, nicht nur ein bisschen, sondern hier soll tatsächlich das Laminat rein. Okay, auch interessante Dings. Ja, aber mehr hätte man schon kaufen können, oder? Das reicht doch nicht. Und das reicht? Wegen ein, zwei. Ah nee, doch, ich hab noch. Sehr schön. Warte, ich will das auch verkaufen. Aber den Farbeimer lasse ich mal besser. Schranktür. Ah, das wird eine Schranktür. Also ein begehbarer Kleiderschrank. Und Licht muss hier natürlich auch rein, ne? Botz. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee? Und das soll Licht machen? Also ganz bitte. Bei der Wand müsste man eigentlich. Naja, ich sag nichts. Müsste man eigentlich hellere, also mehr Powerlampen eigentlich reinbringen. Aber. Ja, ich habe das ja schon öfters hier mitbekommen, dass da manche einfach keine Ahnung haben. Ah, dann muss ich das doch anders hinstellen. Außerdem habe ich vergessen, den weiß zu machen, oder? Voilà. Der steht jetzt zu dicht dran. Wieso passt der da jetzt nicht hin? Du hängst doch in der Ecke, oder? Er soll doch dahin. Also irgendwie.
Der muss da ins Eck passen. In welches Eck soll ich den denn sonst reinstecken? Wollte schon sagen, wollte mich jetzt verkackeiern, aber der andere stand wahrscheinlich nicht genau da, wo er hätte stehen können dürfen. So. Muss ich natürlich beide aufmachen. Vielleicht sollte ich da ein bisschen noch streichen, damit das hier nicht so blöd aussieht. Brauche ich weiß? Nee, ne? Muss ja zwischendurch mal mein Handy aktualisieren. Also das, was auf dem Handy drauf gerade offen ist. Da kommen ja zwei Waschbecken hin, ne? Glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Finde ich auch eine coole Idee. Das hier unten auch schon? Nö. Ah, das andere sind Bodenfliesen. Nee, warte, da würde ich gern die anderen nehmen. Hier für das Eck. Ja, und ich denke mal, so kann man das lassen. Dann brauchen wir natürlich auch noch die Bodenfliesen dazu. Hier soll eine Dusche, eine Badewanne hin, okay? Stellen wir alles auf. Da kommt eine Dusche hin. Da soll eine Badewanne hin. Ein Klo. Ja, ich denke mal, das kriegen wir doch gelöst. Also wer auf die glorreiche Idee gekommen ist, das so hinstellen zu wollen, der hat sie nicht mehr alle. Weil soll ich die bis an die Tür, dann kann die nur hier aufmachen.
Also irgendwie ganz komisch. Aber gut, ich könnte das auch, dass es direkt an der Tür ist, ne? Aber dann hätte der Klo wenigstens auch noch ein bisschen Beinfreiheit, finde ich. Dann kann man den Klo hier hin machen. Ganz entspannt. Und dann könnte man das hier so lassen. Aber anders wäre das überhaupt nicht machbar gewesen. Dann wollen die jetzt noch eine Dusche haben hier ans Eck. Auch kein Problem. Na. Ach, das muss ich erstmal reintreten. So, 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 so. Ja, ist ja gut. Ich drehe ja die Schrauben schon rein. Interessant. So, und fertig ist die Dusche. Gut, Waschbecken. Wenigstens diese Hänge. Ja, genau. Der Abstand zum Klo ist gerade noch so in Ordnung, ne? Muss ich da sonst nichts machen? Okay. So, und was soll da jetzt noch hin? Zwei von den schönen Spiegeln. Einer dahin, einer dahin. Da weiß ich nicht, wo das hin soll. Vielleicht über die Badewanne. Wo sollen die sich denn bitte die Hände abtrocknen? Davon nur. Also, die sind gut. Der andere, der kann dann sehen, dass er einmal alles voll tröpfelt, ne? Und auch Zahnbürsten. Sollen die denn Platz finden? Seifenspender gibt's natürlich auch. Warum auch nicht? Seife ist da, um benutzt zu werden. Und sollte auch benutzt werden. Ich mach mal Licht hier. Und eine Tür natürlich. Und wo soll die noch rein? Ach, hier. Da ist auch eine Tür drin. Ah, da muss ich noch den Boden hinmachen, weil sonst sieht es nämlich doof aus. So, hier ist immer noch Müll, keine Ahnung. Ich habe halt keinen Müll mehr gesehen. Also mit dem 1% müssen sie halt klarkommen. Wie viel Prozent? 99, ja, das ist dieser eine Müllprozent, den ich noch nicht herausgefunden habe, wo der sich verstecken soll. Keine Ahnung, wo die den hier verbuddelt haben. Nee, da ist nichts. Also ich würde mal fast sagen, auch wenn es keine 100% sind,
würde ich gucken, dass ich jetzt den Auftrag abschließe, weil ich kann mich hier dumm und dämlich suchen. Der ist hier nirgendwo. Oder er ist unten auf der Terrasse. Da war ich halt noch nicht, glaube ich. Oder? Doch, eigentlich schon. Ist auf jeden Fall draußen. Und auf dem Balkon war ich eigentlich schon. Es kann halt überall sein, ne? Irgendwo muss er doch sein. Weiß nicht, ich hasse Bauarbeiter. Ihren Müll irgendwo sonst. Ich doch eben. Okay, ich denke mal, ich werde es aufgeben. Oh, ich bin eingesperrt. Ist halt kein Müll. Ich hab hier keinen Müll. Und ich war schon auf allen möglichen. Da liegt noch Müll. Oder? Kann das sein? Ja, ich habe den Müll gefunden. Richtig cool. Für 24.000. Lass uns doch mal vorher, nachher Bilder. Ja. Kann man auch so lassen, denke ich. Küche hat sich meiner Meinung nach auch verbessert. Oder habe ich die Tür offen stehen lassen? Ich habe überall die Türen offen gelassen. Aber schön, dass die soweit, glaube ich, zufrieden waren. Also zumindest gehe ich mal davon aus, dass sie es waren. Kann natürlich sein, dass sie nicht zufrieden waren. Ich habe keine Ahnung. Deswegen. Aber sonst hätte ich bestimmt nicht so viel Geld gekriegt. Weiß nicht, ob die wirklich sagen würden, ey, du, was hast du hier für eine Scheiße gemacht? Ich muss diese Tür entfernen. Ich habe keinen Bock, dass ich dann immer warten muss, bis meine Tierchen hier aus dem Dings. Warum gehen die nicht hier raus? Gut, vielleicht können die das nicht. Hier müsste ich eigentlich auch mal renovieren. Mal gucken, wo ich was reinpacken soll. Ich habe ja überlegt, ob ich hier oben vielleicht meine Wohnung. Was ist denn hier los? Aufteile. Weiß nicht. Weil damit meine Tierchen halt auch irgendwas. Ja, was ist denn los? Bei Katzen ist irgendwas dazugekommen. Ach, die ist aber süß. Aber wie schon gesagt, ich habe eigentlich genügend Katzen. Und an sich Haustiere. Also ich glaube, ich sollte mir nicht noch mehr. Weil sonst kann ich demnächst auch wieder umziehen oder so. So, wir haben hier 3 neue Aufträge. Den haben wir abgeschlossen. Einer ist hier irgendwo da. 2 in einem. Vivian liebte ihre Zeit in dieser Nachbarschaft und lässt sie nur ungern hinter sich. Um ihr schönes Lächeln wiederzusehen, hat Gerhard eine geräumige Cocktailbar mit einer zusätzlichen kleinen Wohnung gekauft, die sich auf der obersten Etage des Gebäudes befindet. Nach ein paar gewagten Veränderungen und Umgestaltungen wird daraus sicher ein tolles Zuhause für dieses nette Paar. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich darauf jetzt Bock habe. Keine Ahnung, ich kann hier auch nochmal gucken, wer eigentlich was haben will. 100 Jahre Erinnerung. Ah, das habe ich mir ja schon mal angeguckt. Männerarbeit. Gut, ich könnte bei mir hier jetzt eigentlich mal auch anfangen, mir mal was anzugucken. Guck mal, hier ist ein Zimmer. Hier ist irgendwie ein begehbarer Kleiderschrank, glaube ich. Hier könnte man was draus machen. Hier könnte man auch was draus machen. Ich überlege, ob ich unten vielleicht in der Etage für die Hunde was herrichte. Und oben wohne ich halt. Ich meine, die Küche könnte hier im Prinzip bleiben.
Aber die Möbel von hier unten könnte ich eigentlich mit nach oben nehmen, bis auf die Sachen, die halt im Flur halt stehen würden. Aber hier das Ding könnte ich vielleicht hier ins Flürchen hängen. Die fühlen sich hier alle so wohl. Richtig knuffig. Ihr kriegt aber die Couch nicht, das kannst du vergessen. Was soll ich denn mit euch bloß machen, ne? Muss ich die dicke Couch hier nach oben schleppen und hoffen, dass ich die irgendwo unterkriege. Hier ist auch noch ein freies Zimmerchen frei. Nee, weil unten kann ruhig die Küche bleiben. Aber oben könnte ich das Wohnzimmer hin verlagern. Und dann kommen hier unten so ein paar Katzenmöbel und Hundebetten und alles Mögliche hin. Vielleicht auch hier oben mit dazu, keine Ahnung. Im Prinzip weiß ich das noch nicht, wie ich das machen soll. Ah, irgendwie bin ich überfordert. Ach, guck mal, wir haben auch noch eine Garage. Alter, ich bin wirklich überfordert, ne, wie ich das hier einrichten soll. Aber die bräuchten eigentlich was zum Futtern. Vielleicht könnte ich hier draußen das Esszimmer hinpacken und hier zum Großteil. Also wie schon gesagt, ich bin irgendwie etwas überfordert, was ich hier eigentlich draus machen soll. Im Prinzip habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt zu machen. Weiß auch nicht. Erst fange ich damit an und dann werde ich das Messer einfach drinstecken. Habe ich eigentlich irgendwas Interessantes? Nö, ne? Okay, dann werde ich doch vielleicht hier nochmal weiter gucken, was man hier alles machen muss. Einfach aus Prinzip. My girlfriend lived in the apartment next door. She moved out a while ago, but she still has fond memories of this place. Now, since her birthday is coming up, I decided to surprise her. I need you to fix this place up, turn it into a really fancy apartment. I'm ready to spend an obscene amount of money on this. She won't know if you skimp on the building materials, but I will, so don't. Give me a call when you're done. Ah, wieder der schöne Fahrstuhl. Aber wir wollen ja hier hin. An, Licht aus. Öffnen, schließen. Soll ich hier eine Wand einreißen? Das soll ich auch verkaufen, okay. Zerstöre Wände. Wahrscheinlich hier, die hier, ne? Und dann, wenn ich das erledigt habe.
Gott, hier sieht's aus. Gut, das. Ah, restaurieren. Alles klar. Dann werde ich das doch auch machen. Oh Gott. Da muss ich auch was reparieren. Das soll ich nicht verkaufen. Das soll ich verkaufen. Ich bin mal gespannt. Ja. Und ein. Und Fenster? Erstmal die Verschmutzung hier wegmachen. Und ich glaube, hier soll ich auch zerstöre. Also Wände rausreißen, ne? Mache ich das doch. Erstmal ein bisschen abdingsen, abschleifen. Ach, schon fertig. Ich weiß ja noch nicht mal, welche. Vielleicht weiß nehmen. Wie ich das immer so nehme. Das ist zwar noch nicht fertig, aber hat er anscheinend keinen Bock, irgendwie länger auf mich zu warten, bis ich das durch habe. Egal, ob da noch ein paar Flecken sind, ne? Wie soll ich da rankommen? Die sind gut. Kann ich die öffnen? Ja, mehr kann ich da nicht machen. Ich kann ja hier nicht dran irgendwie. Ach so, doch, hätte ich dran gekonnt. Ach, jetzt auf einmal. Das finde ich cool. Kann ich das bei anderen Sachen dann auch machen? Oder geht das dann nur in der Nachbarschaft? Natürlich irgendwie schade. Ich habe ja schon so viele Möbel gesehen, die sich noch rentiert hätten, da ein bisschen was aufzuwerten.
Ja, einfach fertig, einfach abgebrochen, obwohl ich noch nicht alles komplett fertig hatte. Aber so geht's halt nun mal. Warum unnötig Zeit verschwenden? Ah, der sieht richtig cool aus. Aber was fehlt jetzt noch? Ah, neuer Spiegel. Werkstatt verlassen. Gerne. Mit dem Shampoo noch drauf. Weil ich glaube, das soll ich auch verkaufen, ne? Erstmal mit Weißtönen streichen. Aber was soll ich denn mit der Wand dann jetzt machen? Soll das einfach aufbleiben? Ist doch bescheuert. Aber ich glaube, ich soll da einen Sturz doch. Aber den habe ich doch erst gerade hier weggemacht. Oder soll ich da Wände hinmachen? Kann natürlich auch sein. Warum bin ich eigentlich schon fertig mit dem Streichen, obwohl hier noch die Hälfte hingeschissen aussieht? Also so kann ich das hier nicht dingsen lassen. Vor lauter Weiß sehe ich nichts. Und hier sollen hier jetzt komplette Bänder rein? Ach, mein Katze. Dann hätten wir das doch geklärt. Wie soll der Boden werden? Machen wir doch in dem Aussehen, oder? So. Vielleicht eine andere Farbe, damit es irgendwie raussticht oder so.
So, dann müssen wir den hier noch machen. Noch mal einfach sauber machen. Ob das hilft? Und so ein bisschen, ne? Oh, und dann kriegt er einen neuen. Ja, das ist auch cool. Decken kann ja keine. Ist ja eine Zumutung. Was soll ich jetzt machen? Wofür war das jetzt? Ich auch weiß. Alles weiß. Hätte man vielleicht auch anders noch machen können. Ah, jetzt ist es halt komplett weiß. Warum man eigentlich den hier behalten will, keine Ahnung. Aber okay, die wollen ja auch, dass das hier bleibt, ne? Gegenstand verkaufen. Gegenstand kaufen. Ach so. Auch in weiß? Oder soll ich die vielleicht mal grau machen zur Abwechslung? Andere Boden fließen. Ich hoffe, man hat mich jetzt die ganze Zeit gehört und ich nicht. Die Türen, naja, egal, ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Soll ich da denn? Ach, hier oben. So, mehr brauche ich hier nicht. Heißt, die kann ich eigentlich auch wieder im Prinzip verkaufen. Eigentlich wäre ich schon irgendwie interessiert daran, den Boden hier an der Stelle auch vielleicht
gleich zu machen. Standardlichtschalter, kein Problem. Das soll so sein. Ja, dann lasse ich das so. Ich glaube, den habe ich heller gemacht, ne? So, was wollt ihr denn für Lichtchen haben? Gebe ich euch denn? Soll ich so einen Kronleuchter nehmen? Wie viele denn? Weil der macht auch schön. Vielleicht so ein. Ah, ein Beistelltischchen. Können wir ja das hier nehmen. Das kommt hier hin. Ein Höckerchen. Okay. Kann ich fragen, wofür? Wahrscheinlich kommt da hinten eine Couch hin, oder? Oder ein Bett. Und dann kommt der Hocker wahrscheinlich da vorne dran. Auch in weiß am besten. Doch bestimmt auch dahin, oder? Zwei unterschiedliche werden da wahrscheinlich nicht hin sollen. Nein, mit der Katze wollte ich eigentlich jetzt nichts machen. Hella. Nee, dann machen wir lieber einen Windhund. Und wo soll ich den hinstellen? Fensterbank. Wir haben vielleicht Ideen. Und einen Teppich natürlich. Standardlichtschalter. Ach, noch einen. Ach, den soll ich verkaufen. Ja, den braucht auch keiner. Und eine Tapete. Eine Klimaanlage. Machen wir doch hier hin. War noch nicht richtig drin. Erstmal alles verkaufen gehen. Ich hätte die doch einfach da gelassen. Im Schnelldurchgang verkauft. Die soll bleiben, okay.
Ups. Ich wollte die doch auch gar nicht verkaufen. Wieso kann ich die denn dann wieder verkaufen? Kann die nicht einfach sagen, hier, ich gehöre hier rein? So, ich denke mal, das bisschen räume ich jetzt noch auf und dann könnte ich dann auch schon einen, ach guck mal, da habe ich vergessen, den zu verkaufen. So, das muss ich wahrscheinlich verkaufen. Soll ich die einreißen? Ah, die. Wir machen einfach ein größeres Bad draus. Denke ich. Oh, die hätte ich dran lassen sollen. Oder? Kann das sein? Naja. Beim nächsten Mal gucke ich dann einfach, was ich sonst noch hinkriege. Und ja, würde man fast sagen, dann war es das fürs Erste. Beim nächsten Mal räume ich dann den anderen Kram ein. Und bin mal gespannt, was hier draußen noch alles werden soll. Hoffentlich was Schönes. Vielleicht was Besseres für die Wand. Nicht so alles dunkel und eklig. Und ja, ihr könnt auch noch die, auf unserem YouTube-Kanal hier, könnt ihr noch die vorherigen Folgen von House Flipper gucken. Das, was wir halt schon alles gestreamt haben. Und Sims Let's Plays und alles Mögliche. Also in der Zeit, wo wir nicht da sind, habt ihr auch noch genügend Unterhaltung. Ja, ansonsten, wenn man wissen möchte, wann und was wir genau streamen ab September wieder, der sollte auch auf Twitter folgen, @CalebGurf. Da geben wir nämlich solche Dinge bekannt. Und da wird dann auch spätestens wieder ab September unser Streamplan, aktueller Streamplan, angeheftet sein. Und ja, auf unserem Twitch-Kanal gibt es natürlich auch unseren Streamplan, twitch.tv/CalebGurf. Der ist nämlich auch dann wieder aktuell. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitagvormittag. Bleibt gesund, kommt gut ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!